So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiel von mir heute mit Super Synchro Sport. So, es ist irgendwie eine Kombination zwischen Laptop, also PC und Mobiltelefon und ein Test von Google Chrome, meiner Meinung nach, und wie man schon sieht. Okay. So, und dann gespielt wird halt mit dem Mobiltelefon. Das wird sich auch jetzt starten müssen. Ich hoffe, dass es gelaut wird. Gut. So, und dann spiel einfach mal laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Synchro-Spaß geht. Aber mal sehen. Ich vertraue da mal auf Googles Fähigkeiten. Erstmal ein Spieler. So, Google Chrome habe ich schon installiert, also. Ach so, okay. Dann starte ich mal kurz Screencast. So. Chrome. Muss ich eingeben. G.co/. Super. Ja, der super. Okay. Ah, es funktioniert einigermaßen. Ihr seht es jetzt unten auf dem kleineren Bildschirm, wenn ich das auf die Reihe bekomme. 1, 1, J, M, Z. Das ist eine 1. Eingeben, komm. Das ist ein L. Okay. Vielleicht L's. Okay, es scheitert schon, ja, das sieht doch eigentlich oft nach einem L aus. Z. Jawohl. Entschuldigung. Ach so, also können mehrere Leute einem beitreten. Das halt mobil. Das ist eigentlich interessant. Ah, okay, jetzt seht ihr, wie ihr sehen könnt. Kann ich das jetzt also steuern mit der Rechtsklick auf dem Handy? Wir Mo? Sehen wir denn, was passt denn eigentlich zu uns? Was ist denn diese Nasenzüge? Vielleicht hat mich überfragt, Leute. Aber ich bin schon jetzt schon von der Idee begeistert. Ja, okay, nehmen wir den. Jetzt kann jeder von diesen Computern mit einem Chip spielen, ja genau. Ihr könnt auch so was Smash Bros. Machen, ne? Okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Längere Bewegungen sind besser geeignet als kürzere Bewegungen. Das kürzere Bewegungen funktionieren nicht, aber. Okay, das geht schon auf die gute Arme, aber okay. Also, echt eine witzige Idee, wenn man noch Freunde zu Hause hat. Geht nicht so mitmachen. Ach komm schon. Oh, bitte. Ah. Du bist schneller als 50% der Welt.
Was wollen wir denn mit dem Vogel jetzt machen? Für Schwimmen? Ja, auch mal testen. Ja, aber ich finde die Idee. Ihr könnt, also das hat sehr viel Potenzial. Ja komm, Vogel können auch schwimmen. Okay, ich kann jetzt schon steuern. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Go Vogel, go Vogel, go! Okay, jetzt müssen wir echt mal hier Highspeed, guck mal hier. Profi-Schwimmer. Boah, jetzt setze ich ein bisschen nach. Könnte man wirklich eine gute App draus machen. Also die Idee von denen ist genial, finde ich. Also ein lustiges Partyspiel ist es auf alle Fälle und kann man die nur loben. Schneller als 90% der Welt. Jawohl. Ey, Bildschirm. Der Vogel ziehen wir es auch jetzt durch. Ich bin mal gespannt, das ist ja noch einfacher. Oh Gott, aber wie fahren wir bei mir gar nicht? Soll ich das mal senkrecht halten? Nein, ich verliere. Komm schon! Nein! Zu schlecht. Oh. Nein, jetzt will ich aufgeben. Komm, 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 komm! Oh. Oh Gott! Oh. Ja. Das war, eine Niederlage. Okay, also. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Spiel ein bisschen näher beibringen, aber wirklich, ich werde bei jedem empfehlen, es mal zu testen, ist eigentlich total witzig und man braucht dafür keine Root-Rechte, ausnahmsweise mal nicht. Einfach nur Google Chrome. Ja, natürlich, Spiel in der Beschreibung, Google Chrome in der Beschreibung, alles in der Beschreibung, damit ihr es schnell finden könnt. Dann sehen wir uns hoffentlich mal im nächsten Video. Ich hoffe, wenn ich davon mehr erfahre, bringe ich auch neue Daten dazu, aber allein schon die Auswahl der Spielfiguren. Kann man sich nochmal gönnen, also. Also da ist, die haben da schon einiges reingemacht. Da gibt das Risiko. Plötzlich niemals. Das ist ja geheimnisvoll. Ist immer der Letzte. Lieblingsalach. Ja, man, also auch die Kommentare zu den einzelnen Personen ist witzig, also Lieblingszahl 8 von der Kugel. Das ist immer die letzte, immer der letzte. Der Bill. Was ist das sonst? Oh. Das war keine gute Eigenschaft. Naja, gut, dann. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Nächste Folge? Ja, keine Ahnung. Im nächsten Spiel. Ja, also ich brauche die Maus nicht, danke, aber ich will eigentlich aufhören. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und auf Wiedersehen. Ciao. Nächste Folge.